Hallo, das ist wieder Xin Squad, Mega Battle Network 3 Blue. In der letzten Folge haben wir am Schluss Mr. Match dabei geholfen, insgesamt drei verschiedene Feuerprogramme im Silo zu verteilen und tja, dann sind wir nach Hause gegangen. Weil Mr. Match ja ganz offensichtlich gut geworden ist. Hätte ich mich gefreut, wenn es wirklich so wäre. Während Len nach Hause ging, befand sich das Silo in ernsthaften Schwierigkeiten. Finden Sie, dass es heute ungewöhnlich heiß ist? Ist die Klimaanlage kaputt? Was zum... Vielleicht ist es kaputt? Ah! Der Verkaufsauto... Mann, das brennt heiß! Ich werde mich damit verbinden und sehen, was los ist. Seien Sie vorsichtig. Feuer! So hilft doch jemand! Es ist kochend heiß hier drin. Was ist passiert? Beeilen Sie sich! Evakuieren Sie! Aus irgendeinem Grund haben die Computer plötzlich angefangen zu rauchen. Die Hitze aus dem Computer ist in... Ist in das Luftverteilungssystem geraten und heizt das ganze Gebäude auf. Wenn die Temperatur weiter ansteigt, könnte der Computer explodieren. Beeilen Sie sich, evakuieren Sie das Gebäude. Der Computer könnte von der Hitze explodieren? Das kann doch nicht sein. Was können wir tun? Nichts. Wir kommen dem Computer nicht einmal nahe. Wir können uns erst recht nicht damit verbinden. Oh nein. Wenn wir nicht schnell etwas tun, wird das Silo zerstört. Dr. Ikari, das hat keinen Sinn. Verschwinden wir von hier. Die Raumtemperatur ist schon über 120 Grad. Der Computer wird gleich Feuer speien. Es sieht so aus, als wären einige Daten verändert worden. Was zum... Das ist keine einfache Computerfehlfunktion. Irgendjemand hat das System sabotiert. Sie meinen, das hier war kein Unfall? Nein, das war ein kalkulierter Anschlag. Beeilen Sie sich. Bringen Sie sich schnell in Sicherheit. Aber was ist mit Ihnen, Dr. Ikari? Ich muss Wiederherstellungsdaten erstellen. Wenn das Silo-System zerstört wird, ist ganz Elektopia im Chaos. Wir sind ganz Elektopia im Chaos. Wir müssen tun, was immer wir können, um das zu verhindern. Überlassen Sie das hier mir. Sie beeilen sich und gehen nach draußen. Was tun Sie? Ich werde Sie nicht im Stich lassen. Ich bin auch Wissenschaftler. Ich bin dazu bereit, mein Leben zu geben, um Silo zu beschützen. Danke dir. Die Frage ist, können wir lange genug durchhalten, um diese Wiederherstellungsdaten zu erstellen? Dr. Ikari, wir werden auch helfen. Je mehr es sind, desto schneller werden wir fertig. Hier. In Ordnung. Beeilen wir uns und holen diese Daten. Lernt was zu der Nachricht? Eine Notfallnachricht? Oh nein, Lan! Was? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Diese Nachricht, hier steht: Ein Feuer ist gerade im Salib ausgebrochen. Gerade ist das Feuer noch. Gerade ist das Feuer noch eingedämmt. Aber die innere Temperatur beträgt 160 Grad und steigt weiter. 10 Wissenschaftler wurden ins Krankenhaus gebracht. Nein. Das muss doch irgendein Fehler sein. Vater! Megaman! Wir müssen zum Silo. Richtig. Ja, wie gesagt, wäre auch zu schön gewesen.
Mr. Match. Mein Herr, wo ist mein Vater? Geht es ihm gut? Du bist Dr. Ikaris. Wo ist er? Er ist, nun... Nein. Er ist immer noch in seinem Labor. Warum rettet ihn niemand? In dieser Hitze wird Vater... Er wird... Ich weiß. Glaub mir, wir würden gerne. Aber es ist zu heiß, um überhaupt ein Rettungsteam hineinzuschicken. Nein. Len, du hast einen Telefonanruf. Hallo, Len. Wie ist es im Sci-Lab? Ist es heiß genug für dich? Match, sie stecken hinter all dem. Die haben die ganze Zeit gelogen, als sie sagten, dass sie sich geändert hätten. Du hast mir eine große Hilfe. Dank dir ist meine Operation perfekt aufgegangen. Ich habe ihnen geholfen. Nein! Nein, das kann nicht sein. Ich würde niemals über Tree helfen. Oh, aber das hast du. Sieh den Fakten ins Gesicht. Du bist der Grund, warum das Sci-Lab gerade in einer Krise steckt. Ich bin der Grund. Du großer Feigling, damit kommst du nicht davon. Ja, das ist es. Lass die Flamme deiner Wut aufsteigen. Das wird nur meine hungrigen Flammen stillen. Weißt du, ich hätte nie davon geträumt, dass du so leicht reinzulegen wärst. Wie lausig du doch bist. Weißt du, warum diese World 3 Navies überall im Netz aufgetaucht sind? Nein! Weil ich sie dorthin gebracht habe. Kinder sind so naiv. Und es macht so viel Spaß, sie reinzulegen. Ja, ich hab dich reingelegt. Aber ihr beide wart es, die dieses Verbrechen begangen haben. Akzeptiert es. Ihr seid einer von uns. Ihr seid welche von uns. Nein, das kann nicht sein. Also dann, Len. Hast du Lust auf ein kleines Spielchen? Ein Spiel? Ich werde jetzt Flammen schicken, um das gesamte Netz in Flammen aufgehen zu lassen. Wenn du all die Feuer löschen kannst, werde ich dir erlauben, Flammen zu bekämpfen. Wenn du gewinnst, werde ich die Flammen im Sci-Lab löschen. Wenn du dich nicht beeilst, werden alle Wörter zu Asche verbrannt. Len, es sieht nicht so aus, als hätten wir eine Wahl. Ich kann nicht zulassen, dass Vater und alle sterben wegen dem, was ich getan habe. In Ordnung, Match. Ich werde dein Spiel mitspielen. Hehe. Das Spiel beginnt. Los, Flamen! Verwandel das Netz in einen Ozean aus Flammen. Feuer! Wie sollen wir die Flammen löschen? Haben wir irgendwas, das wir nutzen können, Mega Man? Wir brauchen Wasser, um Feuer zu löschen. Hey! Wie ist es mit diesem einen Programm? Wenn es Feuer produzieren kann, könnte es auch Wasser produzieren. Das Programm? Nein, das ist eine Nachricht. Dieses eine Programm? Ein gigantisches Feuer fegt durch das Internet und verursacht extremen Schaden. Es brennt ohne Ende in Sicht weiter. Gewöhnliche Navis sollten sofort die Verbindung trennen. Welches Programm war gerade gemeint? Was haben wir denn? Heal, PT, Big Data, Tally. Ach so, Ja, ich weiß schon, welches er meint. Energy Change. Aha, Fire Water Chips zu Energy. Ja, plötzlich. Ganz plötzlich.
Ganz, ganz plötzlich. Okay. Tun wir mal alles raus. Machen wir das mal so. Energy Change, genau. Machen wir das mal dahin. Jetzt muss ich Wasser-Battleships loswerden. Hm. Ja, ob ich davon so viele habe, ich weiß ja nicht. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal wieder... Das brauchen wir. Charge, Charge. Tja, Attack wäre ganz schön, aber das kriegen wir leider nirgendwo unter. Nee, das wird nix. Sonst irgendwas, was wir irgendwie unterbringen könnten? Ich denke mal nein. Ja, Fisch hätten wir halt jetzt wieder. Erstmal schauen wir. Dass ich jetzt wirklich verstanden habe, was man von mir wollte. Aber gut, dann ab ins Netz und dann machen wir diese Feuer aus. Alle Netzgeräte erhitzen sich und drehen durch. Oh nein, das. Diese Spielmaschine, die ich gekauft habe, ist mit dem Netz verbunden. Dann steck sie ab, schalt sie aus. Oh nein, all meine Gerätschaften im Haus sind mit dem Netz verbunden. Mein Haus wird verbrennen. Eieieiei. Oh, mein... Meine Netwatch ist gerade unglaublich heiß geworden. Ich muss das Ding abnehmen. Au! Ja gut, bei so einer Uhr ist es halt ein Problem, ne? Hm. Oh Schatz, bitte pass auf dich auf. Solltest du den Fernseher nicht lieber auch ausschalten? Na, mal sehen, wie das hier aussieht. Hier ist noch nichts, aber... Ah ja, da haben wir die Flammen. Ja. Okay. Energy Change. Aber schön, dass wir das Ding gleich nochmal eingesetzt haben. Das ist durchaus eine schöne Idee. So, mehr Flammen. Jetzt aber gut aufpassen, wenn ich hier nichts übersehe. Und hopp. Nichts mehr. Dann schauen wir hier. Ah, okay. Da ist noch ein Feuer. Ist aber sehr kontrolliert, ne? Also, jetzt nicht gerade so, dass das Internet tatsächlich ein einziges Inferno wäre. Gefunden? Oh, danke schön. Sehr schön, dann kriegen wir von den Flammen auch Sachen.
Ja, man könnte jetzt sagen, es wäre ein bisschen faul, das einfach nochmal so zu benutzen, aber ich sag mal, in dem Fall hier ist es noch in Ordnung. In dem Fall ist es noch in Ordnung. Ein Virus. Oh nein. Uhu. Das ist aber auch schlimm, ne? Könnten wenigstens Feuerviren drin sein. Wenn wir hier schon Flammen bekämpfen, aber... Na. Hm. Ah, der Kampf gegen Flamen. Das könnte interessant werden. Und Wasser-Battleships haben wir jetzt nicht so viel. Ein bisschen was, ja, aber lange nicht so viel wie vom Typ Feuer. Ich meine, was haben wir da? Geysir? Sorry, Hintergrund. Okay, dann hier ist wahrscheinlich noch eins. Nö. Nächstes Gebiet. Einfach weitermachen, bis wir irgendwann mal durch sind. Genau, das dachte ich mir, dass hier eines ist. Ich hoffe jetzt einfach mal... Ja, komm. Bubble Side benutzen wir eh nie. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Hauptplätze verschont blieben. Das ist zwar eine etwas naive Annahme, aber... Jetzt bei den Hauptplätzen auch noch schauen will. Andererseits, wir sind hier direkt bei einem Hauptplatz. Komm, schau mal hin. Darunter müssen wir sowieso schauen, ob da... Ja. Da ist nämlich auch noch ein Feuer. Na komm, jetzt kommen die ganzen... Ja, die ganzen Geysire. So viele dann auch nicht. Nee, aber Geysire funktioniert eh bloß, wenn beim Gegner im Boden Löcher wären. Von daher. Andererseits wäre es halt schon mal interessant zu wissen, ob Geysire dann eigentlich... Wie Geysire eigentlich angreift. Ja, wobei... Es ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein Angriff, der geworfen wird. Von daher gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass man Geysir wirklich in so ein Loch befördern muss. Heißt im Klartext, man muss auf der anderen Seite etwas zum Stehen haben. Und das wiederum bedeutet, dass wir bei Bubbleman Geysir nicht unbedingt nutzen können. Ansonsten hätte ich mir gedacht gehabt, ja, dann nutzen wir bei Bubbleman halt öfter Geysir, weil der hat ja ein permanentes Loch in der Arena. Aber das haben wir an derselben Stelle halt auch. Das Einzige, was wir da machen können, ist, dass wir irgendwann dieses Lightshoe-Programm einbauen. Ja. Ja. Irgendwie, die ich in letzter Zeit kriege, die sind alle Elektro. Weiß auch nicht warum. Nein. Ganz ehrlich, nö. Ja, es hat sich einiges geändert. Da hat sich wirklich viel getan. Auch so eine Sache, die mich so ein bisschen aufregt. Dass da nicht abgefragt wird, ob es da wirklich Probleme gibt oder nicht. Sondern dass man einfach prinzipiell dann in den Navi-Customizer geworfen wird. Das nervt. So, da hinten, ja, hab schon gesehen, da brennt auch noch was. Okay, benutzen wir eh nicht. Hast du das gefunden? Dankeschön. Aber naja, auf der anderen Seite, wenn wir zum Beispiel einen Flameman irgendwo finden können sollten, dann haben wir zumindest nochmal eine schöne Attacke gegen... Flatman, wenn wir ihn irgendwann mal finden sollten. Naja gut, es sagt sich alles immer sehr schön, aber letztendlich stehen wir mit unseren Battleships nicht ganz so gut da, wenn es um Effektivität geht. Mehr? Ring? Ach, wir sind schon. Lern, du hast einen Telefonanruf. Sehr beeindruckend.
Du hast all die Feuer im ECDC-Gebiet gelöscht. Die Dinge fangen an, hitzig zu werden. Nee, heizen sich auf. Schau mir nur zu, Match. Wir holen dich. Wahrscheinlich sind im Scilab-Gebiet auch Feuer ausgebrochen. Stimmt eigentlich. Was passiert, wenn ich da hinfahre? Hier sieht alles noch normal aus. Gut, ja. Wie gesagt, dass hier auch Feuer ausgebrochen sind, wundert mich jetzt nicht wirklich. Gut, dann gehen wir gleich hier lang. Hier werden auf der unteren Ebene wahrscheinlich auch welche sein. Dann sparen wir uns gleich ein bisschen Weg. Na komm, wo sind die Flammen? Ganz schwierige Gegner. Dachte ich mir doch. Das war vorhersehbar. Beziehungsweise... Auf der anderen Seite hätte es mich natürlich geärgert, wenn ich es erst später herausgefunden hätte. So, dann wieder zurück. Ja, das wäre dann sonst wieder dieses eine Feuer gewesen, nach dem man ewig sucht. Da muss natürlich auch eins sein, damit die ganze Absperrung hier auch nochmal einen Sinn hat. Also eigentlich wäre es ja ein Pult, wo jemand was verkaufen könnte, aber... Wirklich, in dem Feuer lag Geld. Gib mir doch lieber Wasser-Battle-Chips, damit kann ich wenigstens was anfangen. Flop, flop, flop. Hier in der Ecke noch was? Nö. Ich schau mal hier zum Hauptplatz. Hier am Hauptplatz scheint alles in Ordnung zu sein, seltsamerweise. Der hat die Ruhe weg, ganz offensichtlich. Okay. Der Verkäufer. Hast du irgendwas zu sagen? Das Internet ist gerade gefährlich. Du solltest lieber die Verbindung trennen. Sollte ich das? Achso, ja. Ja, okay. Steht hier noch irgendwas? Daten fließen runter wie ein... Okay. Ah, da werden einfach nur Daten angezeigt. Mehr nicht. Gut, also wenn es uns jetzt halt wieder das komplette Internet schickt, bin ich mir dann auch wieder nicht mehr ganz so sicher, ob das hier so eine tolle Idee ist. Naja. Jetzt werden wir halt ähnlich wie bei Bumbleman wieder einfach nur herumgescheucht. Ich meine, zigmal das gesamte Internet abgehen... Ja, gibt's halt auch schönere Zeitvertreiber. Dass sich Dinge im Internet abspielen, ich hab's im vorherigen Mega Man Battle Network Teil ja noch wirklich als gut befunden. Der zweite Teil hat das ja wirklich schön gemacht. Mit seiner Geschichte diesbezüglich. Wo man halt sagen muss, beim zweiten Teil war das halt eine Geschichte, bei der das so relevant war. Eine. Und das hier ist halt jetzt schon die zweite. So, Bubble P. So. Müssen wir nochmal hier gucken. Naja, hier ist auch noch Feuer. Ja, ansonsten wäre es uns ja gesagt worden. Metagel kann ich auch hernehmen. Ein Virus. Ja, aber einfach nur die Viren, die wir hier in dem Gebiet sowieso antreffen können. Von daher ist das jetzt alles nicht so wirklich dramatisch.
Treffe ich euch jetzt alle? Oh, das gibt wieder 8 Bugfragmente. Her damit. Das hat man lange nicht mehr. Immer noch nicht. Wo haben wir denn das letzte Feuer? Hier im Eck? Nee. Vielleicht bekommen wir aber als Belohnung für das Abenteuer hier dann am Schluss zumindest. Den Schlüssel für diese Schädelbarrieren. Die Sachen, die dahinter liegen, sind sicherlich nicht schlecht. Na komm, Metagel benutze ich sowieso nicht. Wobei man sagen muss, die Kombination dieser ist nicht schlecht. Lern, du hast einen Telefonanruf. Du hast all die Flammen im Silent-Gebiet gelöscht. Nicht schlecht. Ich schnapp mir diesen müllredenden Match. Das könnt ihr doch gerade nicht ernst meinen, Spieleentwickler. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Vor allem hier wird halt nicht mal was schwieriger. Da erhöht sich ja nirgendwo die Schwierigkeit. Hier sind deswegen keine Wassersachen aufgetaucht. Keine Feuersachen. Wir haben nichts in den Kämpfen, was die irgendwie anspruchsvoller macht. Wir laufen hier herum, wir haben dieselben Gegner wie damals. Das Einzige, wir laufen halt jetzt von einer Flamme zur nächsten und ja, dürfen halt jetzt höchstwahrscheinlich durch das komplette Internet latschen. Nochmal. Tut mir leid, aber... Jetzt muss man halt an der Stelle sagen, als wir das vorhin vor einigen Folgen bei Plantman im Krankenhaus hatten, da war das ja noch was Besonderes. Und da hatte das auch noch Nebeneffekte, da mussten wir ja was finden, deswegen das Zeug wegbrennen. Oder dass es uns aktiv im Weg war, aber hier ist es ja gerade wirklich einfach nur, ja, irgendwo im Internet sind Flammen versteckt und du musst die jetzt finden. Und als Spieler muss man sich halt denken, ja, dann mache ich halt mal. Hast du zufällig Wasser-Battleships? Ich meine, hier im Yoka-Gebiet kriegen wir relativ leicht welche, aber... Moment mal. Ach nee, Shake R. Ja, irgendwo gibt es die Shake-Gegner und... Die muss man dann halt auf einer entsprechenden Stufe besiegen. So, hier ist... Ich schau mal... Natürlich ist da eine Flamme. Ja. Wegen sowas darf ich jetzt schnell meine Navi-Individualisierung umbauen. Toll gemacht. Toll gemacht, Spielehersteller. Ja, dann nehmen wir halt Break Charge kurz raus. Dann nehmen wir halt Break Charge kurz raus. Ist das blöde. Ja, Press. Geht jetzt natürlich auch nicht ohne weiteres. Aha. So. Oh, wow. Ach nein, ich sehe es gerade. Nein. Kriegen wir das jetzt noch schnell irgendwo hingebastelt, bitte? Nee. Das ist gerade bescheuert. Das ist gerade absolut bescheuert. Im Silab jetzt irgendein eigenes Gebiet für sowas, okay.
Aber das hier gerade... Jetzt gib mir doch nicht nur Geld. Komm schon, Spiel. Eieiei. Toll. Schieß mal halt noch daneben. Ach ja, wir haben ja keinen Break Charge. Blöde Sache das. Ja. Aber in der Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Ja, man kann nur hoffen, dass die ganze Sache sich hier jetzt nicht mehr allzu lange zieht. Es ist auf jeden Fall leider wieder eine negative Sache an dem Spiel. Schade. Aber bringen wir es hinter uns und hoffen, dass Flameman zumindest einen ordentlichen Kampf liefert. Aber an der Stelle, wie gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Mega Man Battle Network 3 Blue. Ich bin Exi. Bis dann, Leute. Ciao.